Moin Moin, guten Tag und Hallole zu einer neuen Folge von Gaming Sonntag mit Flo. Und wir spielen hier weiter in Gothic 2, denn wir haben noch eine ganz schöne Aufgabenliste halt eben vor uns, um hier dann halt eben als Lehrling im unteren Viertel halt eben angenommen zu werden. Es gibt ja zwar halt eben noch mehrere, die wir ansprechen müssten, aber ich glaube, wir müssen nur den Kräuterhändler noch ansprechen, zwecks den Pflanzen, die wir für Konstantino dann halt eben sammeln müssen, weil ansonsten kriegen wir, glaube ich, nicht alle, aber ansonsten kommen wir dann, glaube ich, hier schon relativ zügig durch. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Stellst du deine Tränke selbst, ja? Nein, ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Konstantino, dem Alchemisten. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Genau diese Information brauchten wir. Wo genau sammelt Konstantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Das ist ja schrecklich. Tja, und Kronstöckel finden wir wo? Hat Konstantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich habe ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Gut, dann haben wir jetzt ja die ganzen Infos, weil... Ja, jetzt brauchen wir ja nur noch hier die ganzen Sachen halt eben einzusammeln. So, und jetzt müssen wir halt eben auch die Blutfliegen töten, weil die jetzt uns im Weg sind. So, nieder mit euch frechen Viechern. Oh, ich hasse die Dinger, weil die immer so schnell hin und her flattern. Aber, naja, gut, okay. Die machen zum Glück nicht so viel Schaden. Aber, na, komm her. Zweite, boah, ist immer ein bisschen nervig, die dann anzuvisieren. Aber, ihr seht, es ist machbar, wenn sie nicht immer abhauen würden. Boah, Mensch, nerv nicht. So, komm, und noch ein, zwei Schläge. So, geht doch, meine Güte. Die Dinger nerven einfach. Aber, ja gut, okay. Okay, da können wir nichts einsammeln, aber ja gut, okay. So, dann haben wir hier auch Blutfliege, wo nichts zu holen ist. So, ich glaube, hier waren dann jetzt so die verschiedensten Sachen. Feuernessel, Snapperkraut, Feldknöterich. Irgendwo hier waren ja noch mehr Sachen. Ah, Dunkelpilze, sehr schön. Da waren die auf der anderen Seite vom Weg. Ja, genau, da. Drachenwurz ist wichtig. Schlimme Zeiten sind. Ich bin echt fasziniert, was ich dann halt eben noch so weiß. Nochmal Feuernessel. Wir brauchen noch Heilpflanze, Heilkraut, Feuerkraut. Was haben wir hier sonst noch? Blauflieder, den brauchen wir zwar nicht, aber nehmen wir trotzdem mit. Feuerwurzel, Heilpflanze. Es fehlt noch die Goblinbeere auf jeden Fall. Wo auch immer die jetzt halt eben sein wird. Heilkraut. Noch eine Heilwurzel, genau. Wo ist die? Ah, da ist die Goblinbeere, sehr schön. Nochmal Blauflieder. Alles, was wir nicht direkt brauchen, kann man ja dann halt eben verkaufen. Hier ist noch was. Aber ich glaube, das wäre es dann schon fast gewesen.
was jetzt halt eben die Pflanzen angeht. Ich kann ja gleich nochmal auf den Zettel gucken. Der Zettel hier, Konstantinos Kräuterliste. Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel, Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel, Goblinbeere, Drachenwurzel, Snapperkraut, Feldknöterich, Kronstöckel. Okay, ich glaube, dann hätten wir alles außer Kronstöckel. Schauen wir mal. Also, Sumpfkraut, so Drachenwurz, Snapperkraut, Weidenbeere, Feuerwurzel, Feuerkraut, Feuernessel, passt. Heilwurzel, Heilkraut, Heilpflanze passt. Goblinbeere passt auch. Ja, stimmt. Dann, genau, Feldknöterich haben wir auch hier. Gut, okay, dann fehlt nur noch der Kronstöckel. Aber ich glaube, wir müssen jetzt halt eben zuerst einmal uns noch hier um die Banditen kümmern, die jetzt nämlich hier hinten dann noch sind in dieser Höhle, dass wir von Harad auch die Zustimmung bekommen. Aber wir müssen hier uns jetzt hier erstmal noch durchschlagen. Oh, und Feuerwanzen nerven. So. Ich will doch nur die Ratten niedermachen, weil die Feuerwanzen greifen einen ja nicht an. Komm, jetzt geht doch. Und Waffe einstecken. Fleisch mitnehmen. Fleisch mitnehmen. Na, die Fleischwanzen geben kein Fleisch ab. Naja, gut, okay. Ach so, ich glaube, das war nur im ersten Teil so gewesen. Glaube ich. Na, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber naja, gut, okay. So, mit gezogener Waffe ziehen wir mal weiter, weil ich glaube, die Ratten da unten werden doch noch hochkommen. Oder doch nicht? Ah, doch. Die eine Ratte hat uns jetzt entdeckt. Okay, und die zweite Ratte hat uns jetzt auch entdeckt. Und sie bleibt hängen. Ja, gut, okay. Auch recht. Na, komm her. Und ich glaube, wir sollten dann auch relativ zügig dann halt eben wieder was essen. Aber müssen dann halt eben aufpassen, dass wir nicht was von den Pflanzen essen, die wir nur einmal haben. Ach so, wir haben jetzt gerade nur rohes Fleisch. Das ist ja natürlich blöd. Ja, ich glaube, wir können jetzt mal die Dunkelpilze halt eben mal futtern. Aber die bringen so gut wie fast nichts. Okay, Moment mal. Dann nehmen wir so eine Spruchrolle. Leichte Wunden heilen. Ja, genau, dann nehmen wir mal das. Dann seht ihr auch mal, wie hier gezaubert werden kann. Gut, okay. Ihr werdet später halt eben noch sehr viel mehr davon sehen. Aber, ja. Erst wenn wir halt eben wirklich Magier sind. Aber das braucht halt eben leider noch ein bisschen Zeit. So, da hinten diese Knubbeldinger, die können wir, glaube ich, ignorieren. Die sind, glaube ich, hoffentlich weit genug weg. Aber hier müssen wir jetzt dann rein. Weil ich glaube, hier waren dann auch diese Banditen drin, die sich hinter Ungeziefer verstecken. Naja, Ratten, Wanzen, ja, ich glaube, das zählt als Ungeziefer. So, da oben war doch noch was zum Einsammeln. Ja, ein Skelett. Bisschen makaber, aber naja, gut, okay. So, hatten wir hier noch was zum Einsammeln? Rostiges Schwert, ja, komm. Mitnehmen, was man alles mitnehmen kann. Ich glaube, die waren mehr da drüben. Oh, na toll. Hier hätten wir jetzt eine Ork-Waffe. Ah, naja, gut, okay, was soll's. Oder sind da... Ja, da sind... Da sind Banditen. Ich mach dich fertig. Herumtreiber. So, dann machen wir die mal platt. In der Hoffnung, dass wir das jetzt hier auch schaffen. Dass wir es lebend hier auch rausschaffen aus der Höhle. Warum sind die so zäh? Ich glaube, wir müssen doch nochmal unsere Wunden heilen. Bleib stehen, du Lump! Ja, du bist der Lump. Aber naja, gut, okay. Krieg mal alles hin. Jetzt
laufen wir noch ein bisschen weiter und ja, genau, gut, passt. Ja, dann tun wir hier mal leichte Wunden heilen, halt eben noch aktiviert lassen, könnte man sagen. Tun wir uns nochmal hier kräftig heilen. Tun dann jetzt noch was essen. Moment mal, jetzt können wir hier den Blauflieder ja essen. Genau, dann haben wir unser Mana nochmal aufgefüllt und können uns so nochmal heilen. Und dann, ja, gut, okay. Erstmal noch einmal Blauflieder. Trinkt mal noch was. Ja, komm, trinkt mal halt eben noch das Wasser. Und ich glaube noch das zweite Wasser und dann sind wir, glaube ich, gut gestärkt, um die Gegner platt zu machen. Wobei, ich sehe ja, wir haben hier gerade so eine Spruchrolle Feuerpfeil. Damit können wir ja auch ein bisschen Schaden machen, denke ich mal. Was ich bei den Spruchrollen halt eben schade finde, ist, dass die halt eben, ja, sich halt eben aufbrauchen, wenn wir dann später einen Runenstein haben und dann wirklich eine Spruchrune dann halt eben machen, dann sieht es halt eben ganz anders aus. So, gehen wir auf 4 und jetzt den Umtreiber. Okay. Ah, nein, nein, nein. Ja. Hallo, den da zuerst, genau. So, Nummer 1 und jetzt gleich hier die Nummer 2 dann auch noch platt machen. Okay, ich glaube, wir müssen noch mal rausrennen. Das ist jetzt echt knifflig hier, aber naja, gut, okay, krieg mal alles hin irgendwie. Stück für Stück. Ja, renn so schnell wie du kannst. So, und die Riesenratte ist jetzt auch wieder weg. Gut, okay. Dann heilen wir uns wieder. Achso, von der Spruchrolle haben wir nur noch eine. Dann machen wir die weg und nehmen den hier. Achso, hahaha. Dazu brauchen wir nochmal Mana. Ja, ich bin's nicht gewöhnt, mit so wenig Mana halt eben rumzulaufen. Und früher habe ich dann halt eben auch gerne mir halt eben so viel ja, Mana und Lebensenergie halt eben gegeben, dass ich da ohne Probleme den ganzen Tag rumzaubern konnte. Aber wir hatten ja gesagt, dass wir hier jetzt nur diesen kleinen Bonus dann halt eben machen mit den Leveln, aber halt eben nicht mehr. Deswegen bleiben wir halt eben auch dabei, logischerweise. So, noch ein Heiltrank. Wein, ne, das bringt jetzt eigentlich nicht so viel. 10, 5, 20, 30. Na komm, dann können wir von diesen Pflanzen noch ein bisschen was essen. Es wäre zwar schlauer, die dann halt eben zu Tränken zu verarbeiten, aber ja. Haben wir jetzt halt eben gerade noch nicht die Fähigkeit halt eben dafür. Aber wir können schon mal ein paar Dunkelpilze halt eben essen. Weil die Dunkelpilze, die geben uns dann später auch noch einen extra Mana-Boost, könnte man sagen. So, ich glaube, mehr haben wir jetzt gerade nicht zum uns heilen. Außer jetzt halt eben das rohe Fleisch. Aber das bringt halt eben auch nicht so viel. Aber wir haben was davon. So, und jetzt, na komm, einmal noch. Okay, gut, passt. Haben wir den Feuerball drin? Gut, den Feuerball haben wir drin, sehr gut. Dann können wir jetzt den zweiten Bandit dann halt eben auch noch brutzeln, aber ich würde jetzt vorher mal diese Riesenratte platt machen. Die ist zwar abgelenkt wegen dem Leichnam ihres Kollegens,
Und so kann man Riesenratten halt eben auch ablenken, aber ja. Die guckt halt eben immer wieder halt eben auf uns, deswegen ja, muss das jetzt halt eben nicht sein, dass wir die dann immer wieder so ins Visier bekommen. Ich mach dich fertig. Oh. Buff, platt. Okay. Wunderbar. So gefällt's mir. Und ich tick immer auf die falschen Dinger, aber naja, gut, okay. So. Degen, Herumtreiber. Bisschen Gold und Essen. Ein Pfeil, den ich nicht reingeschossen habe. Dann rostige Axt. Hä? Hat man doch gerade. Ach, da, die rostige Axt. Wo ist der andere Rumtreiber? Der ist hier. Genau. Den dann auch noch dann halt eben ausbeuten, weil, ja, ein Toter hat ja davon nichts, ne? So. War hier gerade sonst noch was? Pfeile. Okay, die Rumtreiber wurden wohl des Öfteren angegriffen, wie es aussieht. Eine Truhe, sehr schön. Oh, noch mehr Pfeile. Wir nehmen alle Pfeile mit. So, die Truhe. Was ist da drin? Fisch. Noch mehr Fisch. Und noch etwas Gold. Ja, gut, okay. Zu Gold sagen wir niemals nein. Denn wir brauchen ja viel Gold, wenn wir im Kloster aufgenommen werden wollen. So, haben wir noch ein Schwert. Jetzt bin ich mal gespannt, was war hier hinten noch? Okay, nur eine Statue und Skelettknochen, gut, okay. Ich glaube, da sollten wir jetzt nicht genauer hinlaufen, weil da sind so Stacheln, die aus dem Boden rauskommen. Oder? Kann ich da hinlaufen? Doch, kann ich, okay. Aber ansonsten gibt es ja jetzt auch nichts mehr. Ja, gut, okay. Schade. Aber hätte ja sein können, dass wir noch irgendetwas finden. Ja, abgesehen von den ganzen Fleischwanzen. Aber das ist ja im Endeffekt ja nur Ungeziefer. Achso, Moment. Diese Riesenratte ausgebeutet? Nein. Komm, noch eine Fleischkeule mitnehmen. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was auf dieser Seite der Höhle war. Ob da was irgendwas ganz Gefährliches war oder nicht. Ich glaube, da war so ein Schattenläufer. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wir können ja reinspicken. Oh, nö. Da ist nichts. Vielleicht nur noch ein bisschen was zum Einsammeln. Okay, Dunkelpilz. Dunkelpilz. Mitkommen. Genau. Es gibt ja auch solche Höhlen, wo dann halt eben noch weitaus gefährlichere Tiere weiter hinten drin sind. Deswegen muss man da immer ein bisschen halt eben aufpassen. So, haben wir irgendwelche Lederbeutel oder so versteckt? Nee. Ja, das finde ich hier bei diesem Spiel auch so toll, dass man so viele verschiedene Sachen irgendwo versteckt halt eben haben kann. Und ja, das muss man halt eben alles halt eben mit der Zeit halt eben entdecken. Aber ja, gut, okay. Man kann ja nicht alles dann halt eben, ja, wissen haben, erlangen, wie man es formulieren mag. Aber gut, okay. Ist jetzt halt eben auch schon viele Jahre her, dass ich das zum letzten Mal gespielt habe. Ich glaube, das habe ich auch schon nochmal erwähnt gehabt. Aber ja, kriegt man ja alles irgendwie hin, ne? So, jetzt wird es auch schon wieder dunkel in Corines. Ah, wir brauchen ja noch ein paar Wolfsfälle, fällt mir gerade so ganz nebenbei ein, für unseren zukünftigen Chef. Dann sollten wir uns vielleicht auch noch darum kümmern, wobei das wird dann, glaube ich, von der Zeit her etwas knapp. Wobei beim letzten Mal hatte ich ja auch kräftig überzogen, aber das soll ja eigentlich ja nicht die Regel werden. So, komm, Wolf, lass dich schön eins über die Rübe ziehen. So, und jetzt können wir zusätzlich zum Fleisch noch das Fell halt eben bekommen. Oh, und da höre ich noch mal einen Wolf, glaube ich. Oder war das jetzt Einbildung? Ich dachte, ich hätte noch einen Wolf gehört. Ja, ich höre ihn. Ach, da ist er. Komm her, Wölfchen.
Lass dir das Fell über die Ohren ziehen. So, und tada. Ja, ich drücke immer wieder auf die falschen Tasten. Aber irgendwann einmal kriege ich das auch noch hin. So, da oben ist der nächste Wolf. Also wenn die dann halt eben hier so schön einzeln sind, dann klappt das ja dann halt eben recht gut. So, komm. Und zack. Geht doch. So, jetzt sind wir bei 3 Wolfsfällen. Wir brauchen aber ein halbes Dutzend. Also 6 Stück. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt mehr Richtung Lobards Hof dann halt eben rüberkommen. Ich glaube, hier gibt es dann keine weiteren Wölfe mehr hier oben. Ah, Moment mal, da ist noch eine Pflanze. Eine Pflanze, die können wir doch gerne mitnehmen. Oder, wenn wir da hinkommen. Hallo, lauf. Meine Güte. Namenloser Held und bleibt hier einfach irgendwo stehen. Aber naja, gut, okay. So. Passt. Dann bewegen wir uns mal wieder Richtung Lobards Hof und schauen, dass wir dann über den anderen Eingang dann auch wieder in die Stadt dann halt eben reinkommen. Na, komm. Hoch mit dir. Geht doch. Und noch eins höher. Sehr schön. Weil bei Lobards Hof, da brauchen wir ja auch noch den Kronstöckel. Den müssen wir da ja noch holen. So, was haben wir da oben? Achso, das sind nur die großen Pilze. Ja, gut, okay. Wären es Dunkelpilze, hätte ich mich da irgendwie hochgequält. Aber nee, sind keine Dunkelpilze. Also lassen wir sie einfach links liegen. Beziehungsweise in diesem Sinne halt eben rechts liegen. So, dann... Oh, Pflanze. Pflanzen mitnehmen. Dann schauen wir noch... Moment mal. Ich habe jetzt gerade vergessen. 3 Wolfsfälle haben wir. Ja, gut, okay. Wir brauchen noch 3 weitere. Aber ich glaube, das machen wir dann halt eben eher beim nächsten Mal. Da würde ich dann jetzt mal hochgehen, dass wir dann halt eben in das verborgene Tal kommen. Aber halt, Moment, wir können ja hier jetzt noch den Kronstöckel ja gleich noch holen. Kommen wir hier hoch? Kommen wir hier hoch? Nein, wie es aussieht, nicht. Müssen wir noch ein Stückchen laufen. Weil irgendwo hier kommen wir auch dann noch hoch oder doch nicht? Nee, ist nur hier der obere Absatz. Ja, das ist blöd. Na gut, okay. Dann laufen wir drumrum und sammeln noch Kronstöckel ein, jetzt in dieser Folge. Und in der nächsten Folge sammeln wir dann noch die restlichen Wolfsfälle, dass wir dann halt eben auch endlich mal zum Lehrling dann halt eben werden. Blutfliegen möchte ich jetzt gerade mal gerne ignorieren nach Möglichkeit. Die lassen wir jetzt einfach mal hinter uns. Oh, ich würde jetzt so gern springen, um schneller voranzukommen, aber es funktioniert ja nicht. Wir müssen erst noch Akrobatik lernen. Ich glaube, das ging nur, wenn man die Geschicklichkeit recht hoch gesetzt hat. Aber Geschicklichkeit brauchen wir als Magier eigentlich nicht. Ja, alles nicht so einfach, aber kriegt man alles früher oder später hin. Genau so. Diese Feldräuber. Aber die machen uns jetzt hier keine Kopfschmerzen mehr. Solange wir sie im Visier haben. So, Nummer 1 und Nummer 2. Komm her. Lass dich verprügeln. Du blödes Ding. So, geht doch. So, wir haben noch nicht die Fähigkeit, irgendwelche, ich glaube, Krallen war es, zu ziehen. Dann, oder Zangen? Ja, ich weiß nicht. Man kann so viele verschiedene Sachen dann halt eben erlernen. So, wir haben einen Lederbeutel noch gefunden und noch einmal Feldknöterich. Sehr schön, aber irgendwo hier müsste doch dieser Kronstöckel dann noch sein. Heilwurzel, ja, schön und gut. Oder war der mehr in diese Richtung? Irgendwo hier in der Nähe war er doch.
Ah, da sehe ich, glaube ich, eine Pflanze. Und ja, sehr schön. Grundstöckel passt perfekt. Jetzt haben wir alle Pflanzen zusammen für Constantino. Und ja, dann würde ich jetzt dann halt eben nur mich einmal in die Stadt bewegen, schlafen legen. Nee, wir können uns ja auch hier beim Bauernhof dann halt eben schlafen legen. Genau, jetzt ja auch ein Bett frei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann die restlichen Wolfsfälle dann halt eben uns erarbeiten, ergaunern, erbeuten, wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.